is our digital troubadour. Ja? Ja! Herzlich willkommen beim neuen kleinen Projekt von einem, von Studenten, also ein Studentenprojekt, ein Spiel namens Troubadour. Das ist ein 2D-Action-Jump'n'Run, das mich so ein bisschen, kleines bisschen an Trine erinnert hat, von dem ich ein großer Fan bin. Und, ja, ich dachte, da schauen wir doch mal rein. Es wurde insgesamt, also es kommt aus Frankreich, aus Paris kommen die Jungs und Mädels. Ich glaube, es sind die Jungs und Mädels, bin mir jetzt nicht mehr sicher, die das programmiert haben. Und, ja, bevor ich jetzt noch viel mehr labere, würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Start hier. Und, ja, warum nicht? Starten wir mal los. Wir sind dieser Typchen da, der jetzt gerade aufgestanden ist, dieser junge Mann, dieser ist ein Troubadour. Ein Troubadour ist ein Bade halt. Ein Geschichtenerzähler, ein Musiker. Und es gibt nicht viel Story, aber im Trailer wird gesagt, ja, der hat jetzt halt mal die Schnauze voll, immer von den Heldentaten und Geschichten der anderen zu erzählen und wollte mal seine eigenen erleben. Und ja, ich weiß, dass das gewollt ist. Und denn ich habe vorhin schon mal kurz reingespielt, wollte eigentlich vorhin schon aufnehmen, aber dann ist mir Fraps abgestürzt. Ich hoffe, das geschieht nicht nochmal. Deswegen kenne ich die ersten 5-6 Minuten schon. Diese kleinen braunen Viechlein, roten, die sind nicht ist rot, nicht braun, die leben hier in diesem Dungeon und dienen uns sowohl irgendwie so halb als Gegner, aber auch als, naja, als Helfer. Weil sie sind gleichzeitig, unsere einzige Waffe ist unsere Laute, unser kleines Gitarrending. Und wie ihr seht hier, dienen sie uns gleichzeitig als, also sie kleben sich so an uns fest, sie dienen uns eben auch als Munition. Wir können sie, ist eine ziemlich coole Idee eigentlich, finde ich. Also diese Thorshammer-Dinger, Mjölniere, Mjölniers, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Mjölnir ist, sind Speicherpunkte. Die können wir einfach verkloppen, wenn wir wollen. Also mit X können wir einfach zuschlagen und das Spiel ist extrem laut, lässt sich aber nicht leiser machen. Was ein bisschen doof ist. Aber ich werde es dann halt einfach nachher im beim Rendern ein bisschen leiser machen. So. Dong. Und das hier zerbricht nur, wenn wir genügend Leute dabei haben. Ah ja, diese großen blauen Viecher, die sind böse. Diese blau-roten, die wollen uns töten. Tun sie auch, und zwar beim ersten Berühren. Das ist ganz ein bisschen komplizierter macht. Ich muss mich jetzt kurz ein bisschen konzentrieren. Ein kleines bisschen. Und wenn wir keine dieser roten Viecher mehr haben, haben wir ein echtes Problem. Alter, das ist gar nicht leicht. Nein, nein! Ich glaube, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Nein! Scheiße! Nein! Ich bin tot. Wir müssen diese Tore hier jeweils füllen. Also diese, wir haben so eine Perle oben dran, seht ihr ja. Und die muss voll sein. Soweit habe ich schon begriffen. Und wir müssen nicht von vorne anfangen. Immerhin, ich habe schon befürchtet, wir müssen jetzt von vorne anfangen. Aber nö, das hat es denn sofort schon gespeichert. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel geht. Aber ich habe mir jetzt mal einfach vorgenommen, spielst du mal ein bisschen, ne? Und guckst du mal, vielleicht gibt es ein Part, weiß nicht wie lange das dauert, vielleicht zwei. Oh, das wird nicht reichen, oder? Oh, doch. Das hat gereicht. Ja, okay. Also wie gesagt, bis vorhin kannte ich das Spiel, also weniger als 5 Minuten. Jetzt ist alles wieder blind. okay, das war doch nicht so schlau. Wir brauchen... und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, können wir diese blauen Fieslinge da... Ja, die kleinen Roten töten uns irgendwann auch, nach einer Weile. Was eigentlich auch nur ein schlauer Kniff ist, das heißt, sie sind halt eben nicht... Das wiederum war kein sehr schlauer Kniff. Sind nicht nur Munition, sondern halt doch irgendwie auch fiese Gegner. Zwar nicht sehr stark, aber nach einer Weile gehen sie uns trotzdem halt aufs Maul. Deswegen müssen wir sie zwar aufsammeln, aber auch schnell genug wieder wegprügeln, auf dass sie uns nicht aufessen. Wahrscheinlich. Weiß nicht, was die sonst... Weiß auch nicht, was sie mit uns machen würden. Au! Ey, hallo? Das war jetzt fies. So eine Drecksau. Elende. Alter, geht weg. Langsam werden es mir echt zu viele.
So, das war's. Au, 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 au. Boah. Ah, yeah, too easy. Walk in a park, just a couple of stairs. Yay, nächstes Level. Auch sehr schön vertont. Im Allgemeinen muss ich sagen, für ein Studentenprojekt ist also A, die Steuerung ist sehr, sehr, also geradezu butterzart. Das ist also nicht, steht also keineswegs hinter Trine. Kann ich die kaputt machen? Nö, anscheinend nicht. Also diese Ketten da, wollte ich kurz gucken. Au, 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 es werden mir langsam zu viele. Ja, jetzt haben sie uns schon umgebracht, die kleinen roten Mongos. Aber für ein Studentenprojekt, das ist also in 9 Monaten wurde es entwickelt, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das schon... Nein, Hilfe, ein großes, fieses, blaues Ding. Komm her. Weggebatscht. Ist das grafisch also echt beeindruckend? Kommen da unendlich viele? Hoffentlich nicht. Ich weiß nämlich nicht genau, ich wusste schon beim ersten Durchlauf, was es mir dann kurz abgeschmiert ist nach ein paar Minuten. Also nicht das Spiel, sondern Fraps, tragischerweise. Das Spiel lief, nur Fraps ist abgestürzt. Wusste ich nach ein paar Minuten nicht mehr, wo wir weiter müssen. Habe ich mich ein bisschen verwirren lassen. Alter, geht ihr weg? Danke, geh weg. Im Moment gerade nicht, danke. Wie komme ich da hoch? Hier rum? Nee. Also, ihr geht jetzt weg, ma? Nervigen, roten, kleinen Mistviecher. Alter, nein! Alter, gehst du weg? Weg! Aber es ist echt witzig. Also, ich würde es echt super gemacht. Ich finde eigentlich das Spielprinzip und alles, das wird sich so anbieten, auch mal wirklich ein echtes Indie-Game zu werden. Also, ist ja schon sozusagen eins, aber halt auf Steam Greenlight oder so, für das man Geld bezahlen muss. Auch. Denn, also, mir persönlich gefällt... Fuck. Au. Dass ich hier so abscheiße, liegt nicht am Spiel, das liegt an... Alter, jetzt! Verflucht, geht weg. An meiner Unfähigkeit. Und, die Sprünge sind teilweise auch ein paar Hundertstel Sekunde... Hundertstel Sekunden verzögert. Und ich bin erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Es ist heute Sonntag und ich war das ganze Wochenende über krank. Keine Party für Penumbra. Und bin noch ziemlich angeschlagen. Alter! Boah, es ist ganz schön knifflig langsam. Also, das ist jetzt also, im Vergleich zu Trine kein Kinderspiel. So, Alter! Und eben der Doppelsprung ist so ein paar Hundertstel Sekunden, meine Fresse, ich kann heute auch nicht reden. Verzögert. Nein, Alter. Okay, ich brauche so einen roten da. So. Es ist echt... Man muss echt gutes Timing-Gefühl haben in diesem Spiel. Und das habe ich halt so gar nicht. Ich glaube, die kommen immer wieder, oder? Ziemlich sicher, ja. Alter! Das Spiel ist echt saumäßig laut und es gibt halt einfach keine Soundeinstellung. Oh! Da oben ist ja ein Block. Kann ich den da runterschlagen? Komm nochmal her, ja. Komm, komm, ein paar von den kleinen Nervviechern. Da oben hat es eine leuchtende Kette, die würde ich gern kaputt machen. Hallo? Warum kommen jetzt keine mehr? Ja, obwohl ich glaube, da würde ich ohnehin nicht hinkommen, oder? Versuch's mal kurz, komm mal her. Ne, ich glaube nicht. Ja, ne, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich muss wirklich da durch. So. Oh nein. Nein, jetzt habe ich es einmal geschafft und dann bräuchte ich trotzdem so ein paar rote Pappnasen. Alter, das ist nicht so witzig. Also komm, ein paar von denen müssen doch sein. Danke sehr. So, ich brauche nur noch einen für oben. Also nehme ich mal hier noch ein paar mit. Alter! Ich habe ganz vergessen, dass man nicht mehr hoch... Alter! Alter! Alter, bevor er kommt, wieso kommt plötzlich so... Nein, warum verfolgst du mich? Alter, bis... Ha! Das ist ganz schön nervig. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Das ist immerhin schon mal ein Vorteil. Also komm mal her.
So zwei, drei von denen möchte ich jetzt mal dabei haben. Das reicht schon. Dann mache ich den hier platt. Nein! Ich habe gesagt, platt machen. Einen brauche ich noch. So. Und ihr geht jetzt bitte weg. Nein, jetzt habe ich schon wieder keinen mehr, oder? Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich einen. Den mache ich jetzt den da futsch. Jetzt habe ich keinen mehr. Komm schon, einen, nur einen einzigen. Ich brauche nur einen roten kleinen Dreckspack. Jetzt kommt sicher der blaue gleich wieder, oder? Ich sehe es schon kommen. Ja, natürlich. Alter, wo sind die roten jetzt wieder hin? Die kommen immer dann, wenn ich sie nicht brauche. Und wenn ich sie mal brauche, kommen sie nicht. Unfair. Mobbing. So, jetzt habe ich nochmal drei. Das müsste jetzt aber reichen. Jetzt mache ich den, dann mache ich den kaputt. Hüpf. Alter. Das ist ganz schön hart. Das ist echt ziemlich schwierig. Also, ne. Aber der Block ist geblieben, oder? So viel ich mitgekriegt habe, wird es nicht automatisch zurückgesetzt. Ja, kurz. Alter, das wäre jetzt auch die Höhe gewesen. So. Wo geht's jetzt durch? Offensichtlich nicht da. Alter, diese Pappnasen, echt, diese kleinen roten Viecher nerven ganz schön. Wow. Wow. Ich glaube, wir müssen hier durch. Jo. Alter, das ist gar nicht so leicht. Müssen wir hier runter oder eben nicht? Nee, ich glaube eben nicht. Och nö, jetzt kommt auch noch eine Kampfarena. Ah, das geht schon, komm. Ich mache euch alle platt. Alle platt machen. Alter. Das ist ganz so leicht, weil die kleinen roten, die kann man nur mit... Fuck. Die kann man nur mit... Mit draufschlagen oder wegschlagen, loswerden. Puh! Ich glaube, jetzt müssen wir hier runter, oder? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wir haben doch genug umgebracht. Ja, wir haben genug umgebracht. Also dann nehme ich mal ein paar mit von diesen Pappnasen. Ja, jetzt. Jetzt sind wir schwer genug. Ach, das sollte nicht so sein, oder? Weiß nicht so genau. Sieht doch so aus, als würde es hier weitergehen. So. Alter, das ist ganz schön gehetzt. Wow. Das ist echt ganz schön gehetzt hier. Nein! Fuck. Aber die, dafür sind die Checkpoints ziemlich fair gesetzt. Finde ich auch immer sehr wichtig. Ist da nicht wichtiger, ob die Checkpoints fair gesetzt sind? Also ob ein Spiel leicht ist oder... Also einfach zu leicht ist oder nicht. Also ein schweres Spiel mit fairen Checkpoints ist mir allemal lieber als ein zu leichtes mit... Also ein leichtes mit unfair fiesen Gesetz. Unfair fies. Ja, jetzt geh doch weg, du Pappner. Alter, was sind das überhaupt für... Alter, die sind aber auch ganz schön hässlich. Also, nicht hässlich designt. Die sind gut designt, aber... Hässliche Monster, halt. So wie... ja, positiv hässlich. Also, schön designtes hässlich sein. Alter, warum schaffe ich es da jetzt nicht mal hoch? Was ist denn los mit mir? Das ist echt ganz schön schwierig, die Sprünge zu timen. Ich bin halt aber auch kein allzu trainierter Controller-Spieler. Ich spiele fast nur an der Tastatur. Und das verlangt jetzt einiges von Klick-Koordination ab. Und das... Alter, okay, jetzt stimmt aber was nicht mehr, oder? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie... Jetzt soll ich gerade sagen, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja. Man darf halt nicht so wie von den Mario-Spielen oder ähnlichen Alter, mein Timing. Man muss kleineres Päuschen machen zwischen dem ersten Mal drücken für den Doppelsprung und dem zweiten. Okay, jetzt muss ich kurz abwarten.
Das wird so nix. Eher von hier hinten, ne? Ja. Boah, Alter. Puh! So, ist nicht ohne hier. So, Level 3. Also ich nehme, oder Abschnitt, ich nehme jetzt mal einfach an, das sind die Level. Geil, ne, geht's. Oh, für mich als alten Metal-Fan. Wow, geil. Okay, das ist ja ein netter Twist mal, ne? Da scheint die Entwickler einen ähnlichen Musikgeschmack wie ich zu haben. Das ist schon sehr Metal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir überhaupt irgendwas falsch oder richtig machen können, oder ob wir halt einfach... Obwohl wir einfach hier, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind schon durch, kann das sein? Geil! Also das war ja mal sehr, 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 sehr cool. Also Hut ab, Kopfhaut ab, also ganz ehrlich, das war absolut super. Das war absolut genial. Also es hat mir super gefallen. Die Steuerung war gewöhnungsbedürftig, aber sehr genau, wenn man, ja, wenn man mal so ein bisschen drin war, wie es sich steuert, weiß ich sehr genau. Das Spiel war sehr schön anzusehen, hübsche Grafik und super cool. Also das Ende hat mir jetzt gerade mega gut gefallen. Es liegt vielleicht auch an meiner Affinität zu Rock und Metal, aber pst. Nee, das war super cool. Ich würde sagen, wir gucken uns doch gleich mal noch die Credits an, um zu wissen, wer dieses Machtwerk gemacht hat. Dieses Machwerk gemacht hat. Master Designer, Thibaut Meron. The Light Servants, Mathieu Chevalier, Pierre Kibourz. And Kevin Stoyer. Ja. The Code Monks, Louis Cabrera and Thomas Monceau. The Sound Designer, Florian Coste. The Father Producer, Jordi Ambin. And last but not least, your faithful servant and narrator, Pete Lamarck. Thank you very much for playing the game. Danke euch vielmal fürs Programmieren, würde ich mal sagen. Das war ja mal super geil. Also da habe ich mir jetzt... Ich habe mir den Trailer und alles angeguckt und habe schon gedacht, dass es cool aussieht, aber ich hätte mir jetzt nicht erwartet, dass es so cool wird. Also jetzt bin ich wirklich gerade ein bisschen begeistert. Kann ich euch nur dazu raten, das auch runterzuladen und auch zu spielen. Ich werde die Website natürlich verlinken in der Videobeschreibung, wo man das ganz einfach runterladen kann. Ja, das war ja mal super geil. Also echt wundervoll. Mehr solche Projekte. Das Internet ist voll mit super coolen kleinen Studentenprojekten. Und viele sind super und das hier ist ja mal der absolute Wahnsinn. Also das mitunter das Beste von allen so Freeware-Studenten-Projekten, die ich jemals gespielt habe. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Werde ich garantiert noch ein, zweimal durchspielen. Ja, das war jetzt ein bisschen kürzer als gedacht, aber hallo, das wurde in wenigen Monaten, glaube ich, nur 8 oder 9 programmiert. Da kann man auch nicht so viel Umfang erwarten, aber sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Bevor ich noch weiter anfange zu loben, mich immer mehr wiederhole, danke ich euch vielmal fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Euer Penumbra. Tschüss. Yeah, right.